Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius. Jetzt gibt's eine weitere Folge Let's Play Mass Effect 3. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, beim letzten Mal haben wir ja die Studenten gerettet. Ich bin gerade wieder auf der Normandy angekommen und habe hier den Hinweis bekommen, dass ich hier so eine Videoübertragung habe. Schauen wir uns also einmal an, was Hackett so zu sagen hat. Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir, aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Ja, ich würde sagen, wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was wir noch nicht wissen, was wir wissen sollten. Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Uns zu den Mars-Archiven zu schicken, war genau richtig. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Reaper uns an die Wand genagelt haben. Ich habe die gesamte zweite Flotte für den Rückzug der dritten und fünften geopfert. Verdammt, das war die vernichtendste militärische Niederlage der Menschheitsgeschichte. Ja, fragen wir ruhig mal nach einer Strategie für den Krieg, oder? Wollen wir zuerst nach dem Proteanergerät fragen? Nee, fragen wir erstmal nach einer Strategie. Oder Cerberus? Cerberus. Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass Sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Der Unbekannte schien anders als Saren nicht zu wollen, dass wir sie nur beschwichtigen. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Aber der Überfall auf die Grissom Akademie zeigt, dass ihr Plan nichts mit den besten Interessen der Menschheit zu tun hat. Tja, da hat er natürlich absolut recht. Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen. Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt und das wird so bleiben. Ah, komm. Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Das ist ein Vorteil, aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Die Schlacht gegen die Sovereign vor 3 Jahren hat uns alles gekostet. Und das war nur ein Reaper. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für Sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben. Und Sie beschaffen, was wir für das Proteanergerät brauchen. Bleiben Sie dran. Ich muss jetzt gestehen, wir haben gerade Mittwochmorgen, 6:56. Ich muss sagen, mir reicht's. Auf Wiedersehen, Admiral Hackett. Ich würde lieber noch ein bisschen spielen, sonst werde ich so arg müde, wenn ich hier nur zugucke. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett, Ende. So, dann wollen wir mal gucken, was sonst noch hier so Neues gibt und was so zu tun ist. Können wir mal Kriegsterminal uns angucken. Aha. Und die Allianz. Auch gut. Ja, da können wir jetzt zum Beispiel die letzte Mission hier sehen mit Kaylee Sanders. Gab uns offenbar irgendwie 30 Punkte dazu.
muss ich mich auch noch mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen. Habe ich bisher auch immer nur so einen Blick mal drauf geworfen, muss ich gestehen. Ja, Commander? Ich glaube, das sind alles Optionen, die haben wir schon mal durchgesprochen. Das ist alles. Natürlich, Commander. Ja, das ist alles. Danke, tschüss. Bitte, danke, tschüss. TechLab. Ich wollte noch den Weltraumhamster holen. Das hat mir heute der Maki geschickt, falls der mir zugucken sollte. Der hat mir nochmal gezeigt, wo ich den Hamster finde. Man merkt doch überhaupt nicht, dass Krieg ist. Das wird sich bald ändern. Die vielen Flüchtlinge müssen ja irgendwo hin. Das nervt so ein bisschen mit dieser Schleuse, dass man da so lange warten muss. Commander, Sie sollten vielleicht mal bei Shuttle-Pilot Cortez unten in der Waffenkammer vorbeischauen. Warum? Ach nee, ich muss ja hier. Ich habe gerade erfahren, dass von der Grissom-Akademie alle sicher eingetroffen sind. Wir hätten nicht mal davon erfahren, wenn Sie das Notsignal nicht aufgefangen hätten. Gute Arbeit. Danke. Warum sagt ihr nicht so nützliche Dinge wie, Sie haben Post? Komm schon. Zack. Was haben wir hier? Danke. Von Kaylee Sanders an Stephen Hackett. So, die sagt Dankeschön. Oh, Miranda Lawson meldet sich bei uns. Shepard, ich bin erleichtert, dass Ihnen nicht zugestoßen ist. Ich warte auf der Citadel Bucht D24. Ja, was die will, das wissen wir jetzt alle ganz genau, oder? Finde ich gut, fliege ich mal hin. Und jetzt ist ja der Scheiß gewesen, bei meinem importierten Spielstand wurde die Affäre ja nicht mehr angezeigt, weil ich ja mit der Schluss gemacht habe wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Oh, Ashley ist ein Spectre geworden, sehe ich gerade. Aber hat das überhaupt eine Bedeutung? Weiß selber nicht, du liegst ja im Krankenhaus, Mädel. So, wo soll ich nochmal hin? Shuttlebucht hat sie gesagt, oder? Ich glaube schon. Gehen wir nochmal zur Shuttlebucht runter. Generell habe ich im Moment eigentlich so Bock, ein bisschen zu ballern. Ja, also ich bin gerade wieder so ein bisschen, habe wieder Feuer und Flamme gefunden. Also mal abseits dieser ganzen Rollenspielgespräche auch mal irgendwie hier mit ein bisschen Action anzugreifen. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach runtergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Kommt mir jetzt hier ein bisschen komisch vor. Aber ich sag mal, ich bin wegen Ihnen hier. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. So, Vorbild. Dankeschön. Muss man den Hund eigentlich füttern? Da habe ich neulich einen Screenshot gesehen von meinem Kumpel Kayo. Da war der Hund wohl tot. Guter Hund. Fein. Muss reichen.
Ich weiß nicht, Kaio, wie du den umgebracht hast. Das kannst du. Das raff ich einfach nicht. So, kann man mit denen eigentlich hier reden, mit den Vögeln? Nee, die sind nur Deko. Soll ich nochmal mit James reden? Nee, da habe ich eigentlich schon alle meine Pflichten erfüllt, oder? Schubidubidub. Sollen wir mal gucken, ob wir irgendwelche Upgrades kaufen oder so? Jetzt hat er wieder die Privatklamotten an. Jetzt kann man das ja eh nicht sehen, oder? Ah doch, da. Oh, ups. So, hier hatte ich doch eine neue Brustpanzerung gefunden. Nicht die? War die das? Wahrscheinlich, ja. Was macht denn die? Die macht mehr Kraftschaden. Die ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Aber brauche ich mehr Kraftschaden? Glaub nicht. Lassen wir alles mal so. Wollen wir Waffen nochmal gucken? Spiele ich ja gar nicht. Was gibt's jetzt hier? Ein Update für die Mantis, die ich im Moment spiele. Würde ich mal sagen, mache ich einfach mal. Oder habe ich diese Viper? Habe ich die auch? Ich habe keine Ahnung. Uah, ich bin überfragt gerade. Weil eigentlich sollte ja eine M97 stärker sein als eine M92, oder? Da gucke ich gleich nochmal eher so in meinen Waffenspind. Waffenmodstation. Ach nee. Schau an. So wenig Ahnung habe ich also. Ja gut, dann würde ich sagen, können wir ja hier mal ein Upgrade von dem Teil kaufen. Zack. Zack. Bisschen Geld ausgeben, schadet ja nie. 4000 Credits ist ja jetzt eigentlich auch günstig. So. Reicht mir. So Leute, ich will ballern, ich will irgendwas tun. Ich gehe direkt mal hier, würde ich sagen, auf die... Oder soll ich noch nach einem Hamster suchen? Eigentlich habe ich Bock, nach einem Hamster zu suchen, aber ich nehme mal Rücksicht auf euch und gehe mal ins Kampfinformationszentrum. So, Wartezeit überbrücken. Eigentlich habe ich gerade gar nicht sowas zu erzählen. Viele haben ja schon diesen Mass Effect 3 DLC gespielt. From Ashes, oder? Aus der Asche. Da hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf. Wäre eigentlich auch so ein Ding, was ich machen könnte. Wollen wir einfach mal gucken, wo wir so hinfliegen? Oder wollen wir noch mit irgendjemandem reden gehen? Ne, komm, wir fliegen einfach mal direkt irgendwo hin. Ich habe gerade ein bisschen Bock auf mehr Action. Will mir das mal einer noch mit dem Scannen erklären, was man damit macht? Könnt ihr mal in die Comments schreiben, wenn ihr wisst, was man damit scannen muss. Dann brauche ich es nicht irgendwie nachzulesen. So, jetzt haben wir hier subversive Sachen, die wir erledigen können. Hier haben wir Artefakte finden. Das könnten wir zur Citadel bringen. Proteanisches Artefakt muss auch zur Citadel. Apienkranz, weiß ich gerade nicht so genau. Minus Ödland. Cerberus Labor. Cerberus Labor finde ich hört sich auch interessant an. Citadel. Zur Citadel zu fliegen bringt ja eigentlich, macht ja eigentlich noch keinen Sinn, oder? Wir könnten das Treffen mit den Diplomaten machen, wenn wir das wollen. Ich weiß gar nicht, was zum Beispiel da. Wie viele Minuten haben wir eigentlich rum? 14 Minuten? Soll ich Pause machen? Oder soll ich mal noch das Treffen mit den Diplomaten anfliegen? Wisst ihr was? Wir fliegen mal zum Cerberus-Labor. Bisschen mehr Action als wieder nur Laberei mit den Diplomaten. Ich scanne jetzt noch ein bisschen. Oh! Aha. Ich habe etwas gefunden. Was ist das?
Oh nein. Die haben das nicht wirklich drin gelassen, oder? Muss man das immer noch so blöd abscannen wie früher, oder wie? Folgen Sie dem weißen Anzeige. Ach, jetzt sehe ich es überhaupt erstmal. Bingo. Na, irgendwie hat man das ja doch vermisst, oder? Sonde starten. Was das? Ah, okay, guck mal da. Kriegsaktivposten erhalten. Raketenwerfer. Werfach. Ist schon spät, ihr müsst mal verzeihen, wenn ich mich hier ein bisschen verlabere. Soll ich sonst noch irgendwas suchen? Nee, das scheint es gewesen zu sein. Ja, okay. Cool, habe ich das auch mal von alleine rausgefunden, was das bedeutet hier mit dem Scanner. Ah, guck mal, die Reaper-Aufmerksamkeit steigt, wenn man hier lange rumfliegt. Soll ich mich mal verpissen? Ich fliege mal einfach hier weiter zum Cerberus-Labor. Oh, guck mal, da können wir auch mal sehen, meine Tankanzeige geht massiv runter. Signal bestätigt. Aha. Okay. Ist ja auch was. Haben wir mal ein bisschen was zum Tanken gefunden. Dann fliegen wir jetzt mal noch das Cerberus-Labor an. Vielleicht gibt es da noch so eine Intro-Sequenz und dann könnte ich mich ja für heute eigentlich auch mal verabschieden. So, da jetzt nochmal ein Ladebildschirm kommt, bin ich jetzt erstmal raus. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.